bekommt die bis dato blütenweiße Auswärtsweste der Würzburger Kickers im Grünwalder bei den Bayern-Amateuren den ersten Fleck. Eigentlich spricht vor den rund 930 Zuschauern nicht viel dafür. Zu souverän tritt der Primus in dieser Spielzeit allgemein und besonders eben vor allem auswärts auf, wo alle 10 Partien gewonnen wurden. Zudem die U23 des Rekordmeisters in Weiß und Rot, personell und zuletzt auch ergebnistechnisch in Augsburg und bei Türkgücü schwer angenockt. Aufgrund der zahlreichen Ausfälle geben mit Sali Sen und Grayson De Toni gleich zwei U19-Kicker ihr Startelfdebüt. Die jugendliche Frische und Unbekümmertheit tat den Hausern aber eingangs sehr gut. Younes Aitama nach Top-Vorarbeit von David Jonathans mit der ersten Riesenchance nach 4 Minuten. Weltklasse-Fußabwehr allerdings von Vincent Frietzer. Würzburg bemühte sich, Ruhe reinzubekommen, klappte nur so semi. De Toni mit der nächsten nicht ungefährlichen Szene im Kicker 16er. Weiter die Münchner mit deutlich mehr Zug und Esprit als noch in den letzten beiden Spielen. Hier verpasst Lukas Copado den richtigen Moment für den Abschluss und auch der Nachschuss von Luca Denk wird geblockt. Dann aber im direkten Gegenzug erstmals die Unterfranken mit Speed über rechts. Benjika Kassiel gefühlvoll auf Dominik Meisel, Lukas Schneller kratzt seinen Kopfball aber noch raus. Meisel reklamiert, dass der Ball hinter der Linie war, aber ohne Videobeweis und Torlinientechnik so natürlich nicht zu entscheiden. Das Team um Schiri Dr. Markus Huber ließ jedenfalls weiterlaufen. Dies schien allerdings die Initialzündung für den Primus. In der 21. Minute geht's wieder über rechts. Kassiel auf Ivan Franjic, schneller, erneut überragend. Und dann gibt's nochmal den Nachschuss, den Kassiel ins Außennetz setzt. Drei Zeigeumdrehungen später sind dann allerdings wieder die Gastgeber dran. Plötzlich viel Platz auf links für Jonathans. Der hat das Auge für Denk, der ebenfalls überraschend viel Platz im Würzburger Strafraum hat. Die Führung für die heimische U23, nachdem in dieser Phase eigentlich eher die Kickers am Drücker schienen. In der Folge bereitete das schnelle Münchner Umschaltspiel den Gästen einiges an Kopfzerbrechen. Die Konsequenz fehlte jedoch und in der 39. Minute serviert De Toni dann eigentlich Meisel den Ausgleich auf dem Silbertablett, dessen Abschluss allerdings weder platziert noch hart genug. 3 Minuten später, Eckenvariante der Unterfranken, Maximilian Zeiser schrammte nur knapp am Tor des Monats vorbei. Alles in allem eine hochklassige erste Hälfte, in der beide ihre Phasen hatten. Nach Wiederbeginn versuchte der in 19 Saisonspielen noch komplett ungeschlagene Tabellenführer natürlich den Druck zu erhöhen. Hier wird Dardan Karimani gerade noch weggeblockt, Szene aber noch nicht vorbei. Zweiter Anlauf über Saliou Sané, da fehlt aber dann doch einiges. Würzburg jetzt voll auf dem Gaspedal, kurz ausgeführte Ecke in der 55. Minute. Marius Wegmann per Kopf, aber schneller erneut spektakulär zur Stelle. Powerplay in dieser Phase rund um den Münchner Strafraum. Den Kickers fehlte allerdings hier in Person von Kassiel und Meisel das letzte Quäntchen Entschlossenheit im Abschluss. Die Bayern kaum mit Entlastung, stattdessen nach gut einer Stunde wieder Würzburg mit Karimani. Den hätte er sich vielleicht sogar noch runterstoppen können. Bedingt durch einige Wechsel verpuffte der große Würzburger Schwung danach allerdings etwas. Copado per Freistoß sogar mit dem ersten Münchner Abschluss der zweiten Hälfte Richtung Gehäuse von Frietzer. Nach etwas Leerlauf zwischendurch versuchten die Kickers in der Schlussviertelstunde nochmals vehement ihre Superserie zu retten. Teufelskerl schneller, jedoch weiter sehr aufmerksam. Den Gästen fehlte irgendwie auch die Durchschlagskraft. Und so blieb nur noch die Hoffnung auf einen Lucky Punch in der Nachspielzeit. Und da ist es tatsächlich Wegmann, der dann nach einer Ecke am kurzen Eck zum Kopfball kommt und den 1:1 Ausgleich erzielt. Wirklich abgezeichnet hatte sich das nicht mehr, spricht aber natürlich für die extreme Qualität der Kickers. Wenig später war Schluss in dieser hochinteressanten und abwechslungsreichen Partie. Ja, ich denke, dass es ein gerechtes Unentschieden war über die komplette Spielzeit gesehen. Und das drückt dann eigentlich gleichzeitig schon den Respekt und auch die Anerkennung für meine Mannschaft heute aus. Und mit unserer jungen Mannschaft, wo heute wieder einige Spieler zum ersten Mal überhaupt in der Startelf gestanden sind, Grayson De Toni beispielsweise oder Sali Sen, also A-Jugendspieler, dann so aufzutreten, insbesondere in der ersten Halbzeit, ist total in Ordnung. Wir waren nicht präsent genug in den Umschaltmomenten und auch nicht beim Verwerten unserer Chancen. Ich denke, wir hatten in der ersten Hälfte schon 4-5 Chancen, wo wir ein Tor machen können. Ja, haben wir nicht gemacht, deshalb geht es dann auch mit einem 0-1 in die Halbzeit. Zweite Halbzeit sah es dann etwas anders aus. Wir haben hart gearbeitet für das Tor, das wir am Ende auch gemacht haben. Haben uns dann auch belohnt für diesen Aufwand, den wir betrieben haben. Leider heute nur ein Tor, deshalb auch nur ein Punkt. Aber ja, Steigerung in der zweiten Hälfte definitiv. Die Bayern Amateure eingedenk vor allem der letzten beiden Auftritte mit einer Top-Vorstellung und einem verdienten Punkt. Würzburgs Auswärtsweste erhält zwar den ersten Fleck, die Kickers retten aber trotzdem auf der letzten Rille die ungeschlagene Serie.